Das nächste Punktspielwochenende steht an. Ravensburg auswärts und das Heimspiel gegen Bietigheim. Das sind unsere nächsten beiden Gegner. Wir schauen natürlich erst auf das Auswärtsspiel an diesem Freitagabend in Ravensburg. Andi, für die geht's um alles noch. Die sind auf Platz 8, sind nicht gut drauf. Was können wir erwarten für das Spiel morgen? Ja, mit Sicherheit. Die werden hochmotiviert sein. Bei denen geht es um alles. Die haben, ja, die sind jetzt auf dem 8. Platz abgerutscht und es wird auch eng zum 9. Platz. Und wir wissen, die haben 6 Spiele hintereinander auch verloren, aber es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und wir müssen bereit sein und wir müssen unseren Job machen und dann schauen wir, was rauskommt. Mal schauen, was rauskommt. Man muss ja ehrlich sagen, für uns wird es schwierig. Die theoretische Chance ist noch da. Auf Platz 8, auf die Playoffs. Auch wenn es vielleicht von außen so schon den Eindruck macht, na, die haben schon aufgegeben, aber das ist ja genau das, was wir nicht sehen wollen. Du appellierst da so ein bisschen an Stolz und Ehre bei deinen Jungs. Ja, auf alle Fälle, es gehört dazu, in der Situation, wo wir jetzt sind, es ist mit Sicherheit nicht einfach, das Programm, wo wir gehabt haben, auch die vielen Ausfälle und alles und sehr wenig Spieler und sehr viele junge Spieler und alles, kommt alles zusammen, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, das zählt jetzt da ein bisschen Stolz und oder Ehre einfach, dass wir bestmöglich am Schluss noch abschneiden. Das wollen wir natürlich von den erfahrenen Spielern sehen, aber ich glaube, gerade bei den Jungen ist das sowas, die gehen sowieso immer Vollgas ran. Sicherlich ist manchmal ein bisschen Übermut dabei, aber wenn man jetzt eine Woche zurückdenken, Mate, der sein erstes Tor geschossen hat, das ist was, was die Jungs auch ein bisschen beflügeln kann, gerade die jungen Spieler. Ja, gerade bei Mate freut es mich wahnsinnig, weil er eigentlich immer jedes Training alles gibt und beim Spiel jeden Einsatz, wo er kriegt, versucht er bestmöglich was zu tun und freut mich für ihn. Und man der ist noch unbekümmert und hat sich wahnsinnig gefreut, dass er das Tor geschossen hat, freut mich auch. Und auch die anderen Jungs, das ist natürlich das muss eine Chance für die sein einfach. Das müssen sie wahrnehmen und auch zeigen. Jetzt kriegen sie extrem viel Eiszeit und alles und dann müssen sie sich zeigen. Und nichts Besseres gibt es eigentlich nicht für junge Spieler. Dann lass uns noch auf Sonntag schauen. Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers. Was wird uns da erwarten? Eine Mannschaft, gegen die wir schon mehr hätten holen können, wenn ich allein an das letzte Auswärtsspiel in Bietigheim denke. Ja, mit sehr haben wir eigentlich ein bisschen mit Undiszipliniertheit verloren und 3 Unterzahltore bekommen. Ja, ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation und Bietigheim ist eine Mannschaft, die punktgleich mit dem Zweiten sind und ist eine sehr gute Mannschaft, aber wir werden uns am Sonntag dann auch, wenn wir zu Hause immer wieder sind, und wir werden alles probieren und schauen, dass wir sie schlagen und schauen wir mal, wie viele Spieler wir haben. Das ist immer so ein bisschen die Frage, gerade wie viele Spieler am Ende da sind. Danke dir, Andi. 19.30 Uhr das Spiel in Ravensburg am Freitagabend, 17 Uhr dann erstes Bulli im Heimspiel am Sonntag gegen die Bietigheim Steelers. Alles natürlich live bei Spray TV.